Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Ich habe wieder neue Stempel fertig gemacht. Heute geht es um das Bild hier. Und ja, wie ihr seht, ist das Ganze hier nicht so prickelnd. Ist zwar ein schönes Bild, ne, aber das ist sehr trüb. Ist einfach mal ein Beispielbild, was ich kostenlos nutzen konnte, ganz schnell, weil ich keine Lust hatte, in meinem Archiv mir Landschaftsbilder rauszusuchen mit einem ähnlich schlichten Himmel. Ja, wie ihr seht, sehr trüb und ich habe es immer gerne dramatisch mit viel Wolken. Und da will ich heute ein bisschen was zu zeigen, wie ich das so ein bisschen hinkriege. Weil viele fragen sich auch immer, ey Schubi, wo kriegst du diese coolen Wolken her? Du bist immer zur rechten Zeit, am rechten Ort etc. pp. Ist gar nicht so, dank Photoshop. Manchmal kann man sich die Uhrzeit nicht ganz so aussuchen, wenn es eine Hochzeit ist und ihr einen dramatischen Himmel haben wollt oder solche Sachen halt. Ist das Ganze immer halt ein bisschen schwierig vom Timing her. Klar, wenn ich Landschaftsbilder mache, muss hier mal wieder Staub wischen, wenn ich Landschaftsbilder mache, dann schaue ich mir über gewisse Apps natürlich die Uhrzeit, den Tag an, wo ich am besten wo bin, wie und von welcher Perspektive etc. pp. Aber ich sag mal so, bei Hochzeiten und so ist das manchmal gar nicht so planbar. Ne? Kennt wahrscheinlich der ein oder andere auch. Ja. Auf jeden Fall möchte ich euch heute meine Wolkenpinsel vorstellen, die ihr auch ganz normal in meinem Shop erwerben könnt. Und zwar auf meiner Seite unter www.schuberts-fotografie.de. Aber gut, genug gelabert. Jetzt zeige ich euch einfach mal hier so ein bisschen was. So, ich dupliziere einmal meine Ebene. Und das ist mir, wie gesagt, alles zu flau. Also fange ich hier mit dem RAW-Konverter einfach an. Normalerweise ist mein Workflow, dass ich die ganze Sache erst in Lightroom bearbeite. Aber ich habe jetzt keinen Bock, Lightroom aufzumachen. Also machen wir das Ganze so. Hier kommt ein bisschen mehr Wärme rein. Jetzt könnt ihr hier super schon mit dem Verlaufsfilter arbeiten. So. Kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Das Ganze hier ein bisschen heller. Tut sich nicht viel, wie ihr seht, über die Klarheit. Jo, jetzt könnt ihr das natürlich hier farblich ein bisschen anpassen. Ich finde das, wir übertreiben hier einfach mal extrem, ja. So, finde ich das, so finde ich das cool. So ist das richtig schön übertrieben, richtig schön kitschig. So wie viele das jetzt im Moment mit dem Ölfilter machen wieder. Gruselig. So. Zack, ja, ganz andere Lichtstimmung. Jetzt, ach, jetzt habe ich vergessen. Machen wir einfach mal eine ganz normale Vignettierung hier über den RAW-Konverter, oder? Oder nicht? Oder doch? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. So, das ist jetzt so mein Ausgangsbild. Machen wir mal wieder zu einer Ebene. Und jetzt sagt ihr, das ist zwar schön von den Farben her, aber das ist mir alles viel zu undramatisch, was die Wolken angeht. So, und da habe ich mir einfach ein paar Pinsel gemacht für mich. Und zwar diese. Das sind schon ganz schön viele, ich weiß gar nicht, wie viele sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 Pinsel an der Zahl, die ihr von mir bekommt in meinem Shop. Ja, und jetzt könnt ihr hier natürlich euch die Pinsel rausnehmen. Wichtig hier, Vordergrundfarbe weiß. Und das Ganze mache ich immer auf einer leeren Ebene. Und guck mal, wo hier so ein bisschen was passen könnte. Da machen wir schon mal eine Wolke hin. Ich mache mal die Wolken auf einzelne Ebenen, weil ich die auch einzeln so ein bisschen bearbeiten möchte. Ja, hier können wir das Ganze noch so ein bisschen um. So. Könnt ihr auch alles auf einer machen, dann müsst ihr halt viel mit dem Radiergummi arbeiten oder so halt, wenn es euch ein bisschen zu stark ist. Ich mache es immer so, das ist ein bisschen einfacher. Ah, shit. So. Dann kommen wir hier noch ein paar kleinere. Warum mache ich denn immer die rechte Maustaste? Verdammt nochmal. Machen wir dahin. Hier nochmal ein bisschen hier was rein.
Ihr seht, da könnt ihr echt frei schalten und walten. Dann haben wir hier noch so was Gerades. Das finde ich auch immer ganz cool. Mache ich meistens hier unten irgendwo hin, aber da habe ich jetzt schon einen ganz cool gesetzt. Also setzen wir den so ein bisschen hier ran. Naja, das sieht doof aus. Ja, sieht auch doof aus. Machen wir den größer. Setzen den hier so ein bisschen drüber. Gucken wir den nochmal an hier. Könnt ihr natürlich jetzt hier noch zutackern, wie ihr wollt. Ne? Da oben noch so eine Ecke, damit der Wiedererkennungswert. Ah, der ist schon zu stark hier eigentlich gegeben. Ihr könnt die Wolken natürlich auch so ein bisschen drehen, dass ihr natürlich andere Winkel hier bekommt. Ah, also ihr könnt euch einstellen, wie ihr wollt. Ein bisschen kleiner, aber so. So würde ich das lassen. So, und jetzt habt ihr eure Wolken hier alle auf einer Ebene. Gut, jetzt kann man die natürlich von der Deckkraft, das hier zum Beispiel, dann kann man von der Deckkraft noch so ein bisschen spielen, dass das so ein bisschen nicht so präsent ist, das Ganze. Die ist gut, die ist auch gut, die können wir so ein bisschen schwacher machen, dass wir so ein bisschen mehr Tiefe auch reinkriegen in dem ganzen Bild. Ja, und da haben wir schon unsere Drama-Welt. Ja? Und wenn ihr jetzt natürlich hier so ein bisschen Vignit, einmal alles zu einem Bild, könnt ihr natürlich, müsst ihr nicht machen, könnt auch natürlich euren Workflow weiterhin stehen lassen. So, und jetzt machen wir hier das Drama. Ach, was ist denn hier los? Gehe ich gleich dran. Jetzt machen wir das Drama hier natürlich so ein bisschen perfekt. Ja, ich sehe immer ganz, ganz, im Moment sehe ich auch immer ganz, ganz viele Bilder aus der örtlichen, also örtlichen Gruppen hier, Camp Lindford oder so. Da sind dann Landschaftsbilder bis zur Unendlichkeit echt brutalst verschandelt, so wie ich das jetzt hier mit dem Himmel gemacht habe. Leute, guckt, dass er das, das ist echt nur ein Beispiel, guckt, dass er das so ein bisschen natürlich haltet noch. Also macht das nicht so wie ich jetzt mit dem Himmel in dem Beispiel. Wir können den jetzt natürlich auch hier noch alles einfärben. Aber ich glaube, ich nehme den Himmel auch so ein bisschen zurück. Das ist mir alles, oder? Ach, ich weiß nicht. Naja, ist ja nur ein Beispiel. Ne? Jetzt könnt ihr das natürlich hier alles noch über die einzelnen Farbkanäle anpassen. Die Vignette ist mir zu stark. So, ist mir zu blass. Also, entweder STRGZ, ich spare mir den Schritt mit STRGZ jetzt und mache es hier so ein bisschen drüber. Ich könnte doch so ein bisschen mehr Vignette rein. So, und so würde ich das schon lassen. Ich mag es immer ein bisschen wärmer, auch von den Brauntönen, Orangetönen finde ich mal sehr cool. Und ja, das Ganze könnt ihr jetzt natürlich noch mit dem allzeit beliebten Ölfilter noch mehr verschandeln, dass das Ganze ein bisschen weicher wird noch. Oder für die, die den Ölfilter nicht haben, kopieren der Ebene nochmal, die nehmen hier einfach Neues, also Rauschen reduzieren, Einstellung 10.000. Ihr seht, macht fast eigentlich coolere Sachen wie der Ölfilter, finde ich, weil man halt diese Schlieren nicht drin hat. Ne? So. Da ist der Himmel schon fast zu weich, seht ihr? Naja, aber dient ja nur zum Beispiel, mit dem ihr seht, wie ich meine Wolkenpinsel erstelle. Und ja, ihr habt jetzt noch den Bereich, aber das geht am Thema vorbei so ein bisschen. Ihr könnt natürlich jetzt auch hier noch euch den Himmel auswählen und dann geht da so ein bisschen, ich weiß gar nicht mal, ich habe das irgendwann mal gemacht, in die perspektivischen Geschichten hier rein. Nee, so war das nicht. Ich muss mal eben die Auswahl hier.
Select, deselect, so. Ja, ihr könnt jetzt den Bereich hier halt auswählen. Ja? Ihr wählt euch den Himmel grob aus, eben eine rechte Maustaste Kopie. Und dann gibt es hier, ich weiß gar nicht, wie der in Englisch heißt, verdammt, so ein bisschen, was ist ja hier immer noch in Umstellung, dadurch, dass ich es in Englisch mache. Tilt Shift. Ihr könnt da jetzt praktisch noch so einen Verlauf reinbringen, als wenn da so Bewegung drin ist, ja. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Render Flame. Ich weiß nicht, was hier gerade ist. Ich müsste es umstellen auf Deutsch. Der war es, glaube ich, nicht. Oder? Nee, der macht das komisch. Der macht das ein bisschen komisch. Naja, ist auch egal. Kann ich euch beim nächsten Mal zeigen. Dann habe ich mich leicht Photoshop auch wieder auf Deutsch umgestellt. Bei mir funktionieren dann einige Presets bzw. einige Aktionen nicht und deshalb habe ich es auf Englisch. Gut, aber das dazu. Ja, wie ihr seht, ganz einfach. Einfach ein Himmel. Wir können mal hier so ein Vorher-Nachher-Bild machen. Was ist los hier? Ach, irgendwie läuft hier nichts rund. Gerade. Egal, ich zeige euch das so. Ich muss gleich mal den Rechner neu starten hier. Macht der nicht. Ein paar Nachteile gibt es ja schon mit Windows, ne? Aber ich bereue es nicht, auf Windows umgestiegen zu sein. Übrigens. Kann ich den... Ah, machen wir so. Okay. So, vorher, nachher. So. Könnten wir jetzt ausschneiden, theoretisch. Layer Mask, New Layer will ich nicht. Was ist denn heute los hier? Meine rechte Maustaste macht auch irgendwie ganz andere Sachen, als wie sie sonst macht. Interessant, was hier wieder so passiert. Keine Ahnung. Oder ist das wegen der, so, mein Gott, ist noch zu früh für mich. So, jetzt habt ihr so ein Vorher-Nachher-Bild mal. Jetzt können wir sagen, wir markieren uns den noch hier. So Videos könnt ihr natürlich dann auch ganz gut aufnehmen für die Präsentation eurer. Geht wahrscheinlich auch anders, ne? Aber so finde ich das ganz cool. Spielerei hier. Ja, vorher, nachher. Naja, auf jeden Fall ist das schon ein ganz cooler Unterschied. Wenn ich es jetzt nicht so fahre, saut hätte mit den Farben von dem Himmel, dann wäre ein cooles Bild gewesen, glaube ich. Aber ihr seht, was Wolken ausmachen, ja? Also, ja, gut. Ich möchte euch auch nicht weiter aufhalten. Ich habe viel zu viel gequatscht schon wieder, glaube ich, hier. Oder viel zu wenig, oder wie auch immer. Die Wolken sind, ich sag mal, ab jetzt gleich. Genau, ab jetzt eigentlich in meinem Shop erhältlich, und wer seine Bilder einen richtigen Mehrwert geben möchte und aufpäppeln möchte mit diesen Wolkenbildern, weil er irgendwie einen scheiß Himmel hat von seinem Foto, bei seinem Foto, auf seinem Foto, wie auch immer,
dann ist das eine richtig coole Sache. Gut, ihr Lieben, schaut in meinem Shop vorbei. Ich wünsche euch was, einen schönen Montag, einen schönen Start in die Woche. Und ja, bis dahin, folgt mir, liked den Beitrag. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Daumen runter ist auch okay, wenn es nicht, wenn's nicht zusagt. Und wie ihr möchtet, ja. Haut rein. Bis dahin. Bye, bye.